2010 Euro Handball Deutschland vs Schweden 22.01.2010 Selmk Kenzi Selzank Kenzi Autor D. Selzank Kenzi. Gewonnen und trotzdem verloren, das wird sich das deutsche Team nach diesem Spiel gegen Schweden sagen, nachdem es dann ausscheiden wird. Mein Tipp: Deutschland gewinnt mit 28 zu 25 Punkten. Nur nützt der Sieg nichts mehr, die deutsche Mannschaft wird aus dem Turnier ausscheiden. Es kommen nur zwei Teams weiter, und das dürfte Polska sein, welches sich durch zwei Siege bereits qualifiziert hat, und dann noch Slowenien. Auf das letzte Spiel Polska gegen Slowenien kommt es an, und da treffen zwei gleich starke Teams aufeinander. Slowenien will unbedingt gewinnen und wird wohl auch gewinnen. Polska braucht sich ja gar nicht mehr so anstrengen, man ist ja bereits für die nächste Runde qualifiziert. Und vielleicht wird man es Slowenien auch nicht so schwer machen, weil man die Niederlage bei der Weltmeisterschaft 2007 gegen Deutschland nicht vergessen hat und Deutschland hier nunmehr gerne ausscheiden sieht. Gegen Schweden dürfte Deutschland gewinnen. Schweden hat zwei Niederlagen kassiert und quasi keine Chance mehr, in die nächste Runde zu kommen. Vielleicht strengt man sich auch gar nicht mehr so an, oder doch, weil man im letzten Spiel wenigstens noch was zeigen will. Trotzdem glaube ich, Deutschland wird sich aufraffen und das funkt in Hoffnung hegen, vielleicht doch noch weiterzukommen. Es dürfte aber das letzte Spiel der deutschen und der schwedischen Mannschaft in diesem Turnier sein. 2010 Euro Handball Deutschland vs Schweden 22.01.2010 Selmk Kenzi Selzank Kenzi Autor D. Selzank Kenzi. Gewonnen und trotzdem verloren, das wird sich das deutsche Team nach diesem Spiel gegen Schweden sagen, nachdem es dann ausscheiden wird. Mein Tipp: Deutschland gewinnt mit 28 zu 25 Punkten. Nur nützt der Sieg nichts mehr, die deutsche Mannschaft wird aus dem Turnier ausscheiden. Es kommen nur zwei Teams weiter, und das dürfte Polska sein, welches sich durch zwei Siege bereits qualifiziert hat, und dann noch Slowenien. Auf das letzte Spiel Polska gegen Slowenien kommt es an, und da treffen zwei gleich starke Teams aufeinander. Slowenien will unbedingt gewinnen und wird wohl auch gewinnen. Polska braucht sich ja gar nicht mehr so anstrengen, man ist ja bereits für die nächste Runde qualifiziert. Und vielleicht wird man es Slowenien auch nicht so schwer machen, weil man die Niederlage bei der Weltmeisterschaft 2007 gegen Deutschland nicht vergessen hat und Deutschland hier nunmehr gerne ausscheiden sieht. Gegen Schweden dürfte Deutschland gewinnen. Schweden hat zwei Niederlagen kassiert und quasi keine Chance mehr, in die nächste Runde zu kommen. Vielleicht strengt man sich auch gar nicht mehr so an, oder doch, weil man im letzten Spiel wenigstens noch was zeigen will. Trotzdem glaube ich, Deutschland wird sich aufraffen und das funkt in Hoffnung hegen, vielleicht doch noch weiterzukommen. Es dürfte aber das letzte Spiel der deutschen und der schwedischen Mannschaft in diesem Turnier sein.